Ein besonderes Ferienerlebnis für die Kinder ist das Kettka-Rennen, das auch heuer wieder vom RB Himberg veranstaltet wurde. Tolle Veranstaltung, Herr Stuxer macht das immer ganz, ganz super und die Begeisterung ist ja zu spüren, die Kinder sind ja wirklich voller Tatendrang und aufgeregt und so und dann besonders jetzt bei der Siegerehrung sieht man, wie sie sich freuen und so einen Preis kriegen, eine Medaille vielleicht sogar und dann mal gehört der eine ersten Preis, da hat er gleich gejubelt, hurra, das ist ja wirklich schön. Es war ja fast so wie beim Formel 1 Rennen. Ja, bei manchen war es wirklich so, die haben wirklich, der Ehrgeiz war sehr groß. Wir haben heute 46 Starter da gehabt, also von den ganz kleinen Beginnen an, die haben ein bisschen länger gebraucht, aber doch, sie sind auch mitgefahren. Und bei den Großen sieht man schon das Ehrgeiz dabei, da geht schon in die Pedale rein. Ein großer Ehrgeiz steckt dahinter, auch bei den Eltern. Natürlich, die Eltern sind natürlich auch sehr stolz, wenn die Kinder schon in jungen Jahren was erreichen. Ne? Und das ist ja für die Kinder Ansporn, der olympische Gedanke mittun. Muss ja den ersten Platz machen, aber sie freuen sich also auch, wenn man schaut, über Urkunde für den 5., 6. oder auch 10. Platz. Da ist also auch Freude dabei und kann man sich also auch aufheben. Und ist ja schon Tradition, dieses Rennen, alle Jahre hier und diese ideale Bedingungen da am Kirchenplatz. Wir brauchen da nicht viel absperren, weil wir ja in der verkehrsfreien Zone sind und jetzt sind ja ein paar wiederum dran, die kommen dann zum Bezirksrennen, von jeder Gruppe die ersten drei mit dem blauen Brief und die freuen sich natürlich schon, dass die da für Himberg Medaillen erreichen. Ne? Ja, es hat wirklich zwei Stunden gedauert. Die Kinder waren doch noch begeistert am Schluss, wenn sie noch dabei waren. Obwohl das Eis von Sendione noch jetzt noch gekommen ist am Schluss jetzt noch. Das haben sie das haben sie ja alle Jahr gern. Und die Siegerehrung, da waren sie auch noch drauf warten. Aber in zwei Stunden muss die Kinder mehr beschäftigen, dass das nicht dann da vorrennen. Und das ist wirklich, das mir beim herrlichen Wetter heute, es hat gepasst. Also ich bin zufrieden. Naja, und die obligate Eisspende, die hat natürlich das Übrige dazu getan. Ja, da freuen wir uns alle drauf. Also, ich glaube, auch Sie haben heute Eis bekommen heute auch. Also ich habe es gesehen, das hat sich eigentlich gemungelt heute. Mit einem war der gelungene Veranstaltung jetzt in der Sommerzeit eine gute Abwechslung für die Kinder. Und das Wetter hat mitgespielt und so sind wir alle glücklich.